Also mein Atelier ist quasi mein Wohnzimmer, mein Esszimmer nicht, weil kochen tue ich für mein Leben gern. Aber mein Wohnen, mein Schlafzimmer, mein Leben, ja. Also ich kann, wenn ich will, 24 Stunden am Tag arbeiten. Es tut mir nicht weh. Das ist für mich eine Freude. Und ich denke, dann hat man nicht so viel falsch gemacht. Ja. Wenn man das nach 20 Jahren noch sagen kann, wo ich jetzt und noch länger, wo ich den Job schon tue. Kunst studieren wollte ich, glaube ich, schon immer. Ich hatte sogar in der Schule schon einen Kunstleistungskurs, habe mich aber dann noch nicht so richtig getraut zu sagen, okay, ich renne jetzt auf die Akademie, weil das hat ja dann schon irgendwie so ein, ja, ist schon nochmal was Besonderes. Deswegen habe ich nach der Schule dann eine Handwerksausbildung gemacht. Ich habe Steinmetz und Steinbildhauer gelernt, 3 Jahre lang. Habe dann auch noch ein bisschen gearbeitet im Beruf und bin dann aber von hier in Ludwigsburg, wo wir jetzt gerade sind, wo ich auch herkomme, wieder nach Bremen gegangen zum Studieren. Habe in Bremen Bildhauerei studiert, war dort auch Meisterschüler und habe da oben insgesamt, glaube ich, 10 Jahre gelebt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dort in Stein zu arbeiten, was schon irgendwie eher eine Ausnahme ist. Und bin dann komplett übergeschwenkt aufs Holz und habe jetzt bestimmt die letzten, ich weiß es nicht, 15 Jahre fast ausschließlich Holz gearbeitet. Und habe jetzt, wir sind jetzt in dem Atelier, wir, das ist meine Frau Tamara, die auch Bildhauerin ist, und ich seit 6 Jahren in dem Atelier hier. Und habe jetzt hier wieder die Möglichkeit, weil es ist auch schon ein bisschen logistisches Problem, in Stein zu arbeiten, wieder in Stein zu arbeiten. Und habe wirklich so meine alte Liebe wieder entdeckt. Da habe ich jetzt auch vor kurzem so ein Flyer gemacht, einen kleinen Katalog, der wirklich auch heißt Back to the Roots. Also ich arbeite jetzt wieder in Stein und ich liebe es nach wie vor inniger. Und es ist mit Sicherheit auch ein Stück weit, ja, sicherlich altersbedingt. Also ich habe früher, ich habe so richtig gelernt, Steine kloppen. Und jetzt, wenn man ein bisschen älter wird und dann auf einmal weiß, man hat da einen Stein vor sich liegen, der ist 250 Millionen Jahre alt, den haut man jetzt klein, das hat schon irgendwas anderes wie ein Stück, was weiß ich, Eiche, Linde oder sonst was, das 30 Jahre alt ist. Ja. Zum Beispiel mit den Fischen, die ich immer wieder aufnehme, ja, ist so der Klassiker, ja, wenn Leute sehen, dass ich irgendwie, ich habe so richtig den Figuren schon Fische um den Hals gehängt, die haben sie vor sich getragen, die haben sie hinter sich geschleppt, egal. Guck meine Figuren an mit Fischen und denke, hä, was macht denn, oder warum immer wieder Fischer? Die einen sagen, ja klar, du hast bei den Fischköpfen darum studiert, deswegen machst du Fische. Also, pff, warum du meinst? Also ich lasse meistens, wenn es nicht ganz blöd ist, sämtliche Interpretationsmöglichkeiten zu. Das andere natürlich, der Fisch als, den man auf jedem 10. Auto heutzutage sieht, als Erkennungssymbol der christlichen Glaubensgemeinschaft. Oder drittens, dass einer kommt und sagt, gut, ich esse auch gern Fischer. Oder viertens, du bist der Angler. Also solche Sachen, die interessieren mich einfach, so Querverbindungen. Ja. Wenn es ganz persönlich wird, also wenn es eine Arbeit ist, die ganz, ganz eng ist, dann definiere ich sie, gibt es einen Titel, aber dann wird nicht erklärt. Es muss auch nicht sein, also weil hier steht eine Figur mit Fisch, fertig, das kann jeder sehen und jeder sieht was anderes drin. Ja. Zum Teil nimmst du den Leuten natürlich dann auch was. Ja. Da, wo ich es will, tue ich es, aber da, wo ich es nicht will, tue ich es. Also ich kenne viele Kollegen, die brauchen einfach, wenn sie eine Arbeit fertig haben, nehmen Auszeit und hirnen und wursteln rum. Ja, das geht bei mir nicht. Ja. Dann, ich nehme ein Stück Holz und haue es klein, immer mit der Gefahr hin, dass es total schief geht. Ja. Weil ich manchmal weiß ich wirklich nicht, ich fange dann einfach mal an. Ich kann nicht da stehen und nichts machen, das geht bei mir nicht. Ja.